Hallo ihr Lieben, da ich ja in der letzten Zeit so furchtbar viel zu tun hatte und sich einige Filme immer verzögert haben und so weiter und ich jetzt gerade einfach die Zeit habe, ja noch einen Film zu drehen, mache ich das jetzt einfach gerade und habe noch ein Unboxing und zwar von der lieben Susanne. Ich habe allerdings noch nicht das Päckchen geöffnet. Ich schaue jetzt einmal gerade, weil eigentlich hatte ich das hier so vor mir liegen. Aha, doch, da habe ich das. So, ich muss das im Moment einfach, ich muss die Feste jetzt nehmen, wie sie fallen. Ich hatte jetzt gerade schon das Mega-Unboxing von Franzi. Das Paket war früher hier. Und das Päckchen hat mich jetzt gestern erreicht. Da war ich beim ersten Mal auch nicht da, als das angekündigt war, beziehungsweise als abgegeben werden sollte. So, jetzt haben wir es aber, jetzt habe ich es bekommen. Und jetzt schiebe ich das ganz schnell hinterher, denn Susanne möchte natürlich bestimmt auch gerne wissen, was ich zu ihren Sachen sage. Und deswegen machen wir das jetzt einfach. Wie gesagt, manchmal muss man die Feste feiern, wie sie fallen. So, bin noch ein bisschen bunt von eben, aber Cappuccino ist kalt geworden, weil ich gerade noch getippert habe. Starten wir. Ich hoffe, es ist hell genug. Aber es wird ja kein Schminke, jetzt wird ja ein Unboxing. Ich weiß, es sind im Moment ein paar mehr, aber ich versuche es immer aufzulockern. Zwischendurch, manche Leute gucken ja schon gar nicht, wenn sie sehen Unboxing und so weiter. Also von daher, ich hoffe, dass die, die jetzt gucken, Bock drauf haben und ja. So, einmal kurz schauen. Nein, kein Zettel dabei. Wir hatten aber getippert vorher und sie hatte schon gesagt, sie würde gerne einpacken. Aber sie würde es nicht in Zebra machen oder so, sondern sie hat es, finde ich total lustig, auch in Zeitschrift gemacht. Und die Franzi hatte ja ein Buch zerstört. Das tat mir so leid ums Buch, aber das mit der Zeitung, das finde ich auch genial. So. Und da ist jetzt das erste Teil. Und da habe ich, von Balea Young Soft & Care, die Perfecter Pflege und Tönung, naturell. Eine leichte Tönung, das ist gut. Gucken wir uns einmal an. Auch eine schöne Farbe. Jetzt schauen wir einmal. Ja. Die haben immer, ja, so einen angenehmen Duft. Das ist so ein bisschen peachig, melonig, frisch irgendwie könnte man das nennen. Das gefällt mir sehr gut. Wird bestimmt nicht, weil Balea Young ist natürlich, wird nicht sehr viel Deckkraft haben oder sowas, aber bestimmt jetzt eine angenehme Grundfeuchte, sage ich jetzt mal. Und Wetter ist so abelig, dass ich jetzt heute wahrscheinlich nicht mal zum See fahre und nur gleich mal auf eine Regenpause warte und damit Jamie schön ums Haus fusche. Und ja, hat sich gerade alles so ein bisschen zersprengt und deswegen habe ich meine Pläne komplett geändert. So, da ist irgendwas Hartes drin. Da kann ich nebenher noch gucken, was es alles bei Müller gibt. Hier ist gerade Biotherm. Ich habe kürzlich mal an dem blauen Biotherm geschnuppert. Oh, Leute. Da kommt man natürlich ins Träumen und ins Schwärmen. Von Alverde, die Q10 Körperlotion strafft und festigt die Haut. Mangobutter und Artischocke. Artischocken sind, glaube ich, unheimlich gesund für Leber und so, ne? Den Geruch habe ich auch schon mal irgendwo. Ja, Mango, klar. Mangobutter. Riecht lecker. Schön. Und mit dem Gelb, das sieht gut aus. Ich stelle das mal alles hier so hin, weil da ist noch alles ziemlich uselig. Und hier steht der große Karton. So, dann kann ich nämlich heute auch alles so weit wegsortieren und sowas, damit ich da so ein bisschen Grund wieder reinkriege. Das soll Schatzi alles gar nicht so sehen, wie das hier ist. Oh toll, der Miracle Skin Perfector Light Clear. Habe ich gerade heute wieder für mich entdeckt. Anna, doch, auch ein Light Clear. Ich finde den aber gut. Das ist ein super Basic-Teil. Kann ich empfehlen. Finde ich gut, dass ich ein Backup habe. Dann brauche ich nämlich nicht totsparen. Bist du damit nicht zurechtgekommen? Oder warum hast du es aussortiert? Ich finde das eigentlich ganz gut. Ich dachte mal, damit kommt jeder zurecht. Was haben wir hier? BB Young Care Morgenglanz, ein belebender Bambuswasserduft, eine Bodylotion. Da schnuppern wir mal. Ja, so ein bisschen gurkig frisch. Wassermelone, Gurke. Mir fehlen heute hier die Worte, ne? Moment. Ne, da ist noch ein anderer Duft mit bei. Ich weiß aber auch zugegebenermaßen nicht, wie Bambuswasser riechen muss. Pflege ist immer gut, wissen wir ja. Ne?
So, das kommt dahin. Ich muss gleich noch den Kamin anmachen. Das wird echt urselig gerade. Da ist was Kleines. Happy Halloween LED Teelichtset Kürbis. Sag mal, hat das eigentlich jemals schon vor Halloween geschneit? Das ist doch furchtbar schlimm. Was ist das denn Süßes? Von Urban Decay, ein Lip Junkie Cools and Pumps. Das sieht ja genial aus. Guckt euch mal das Relief an da oben. Das ist ja obergeil. Von Urban Decay, guck mal an. Jetzt muss ich mal gucken, wie man das aufmacht. Wird ein Lipgloss sein, denke ich. Ja, ein ganz kleines süßes Lipgloss. Moment. Nicht, dass da zu viel rauskommt. Da, wie süß. Das habe ich, glaube ich, genau da geschmiert, wo... Ja, wo die Lotion ist, ne? Also hat eine ganz zarte Tönung. Und hat so einen Pfefferminz drin. Da steht ja auch was von Plumpen hier. Von Cools and Plumps. Ja, kühlt und dann ist Menthol drin und Pfefferminze. Coole Nummer. Dankeschön. Wo kriegt man sowas Süßes Kleines denn? Ich muss mir ein Dings hängen, genau. So. Voll niedlich. Da ist was. Von Essence. Match to Cover Cream Concealer. Ich weiß es gerade gar nicht. Der davor sah auch so aus. Ist das jetzt schon einer von den neuen? Weil ich glaube, die haben den ja jetzt erst rausgeschmissen und dann wieder reingenommen. Oder ist das noch der von vorher praktisch? Also so sind die beiden. Ich finde das nämlich immer gar nicht schlecht. Weil A kann man mischen. Ne? Wir können jetzt noch einen zweiten Ton daraus machen. Und B hat man, guck mal, wenn man einen zweiten Ton daraus machen will, habe ich genau meine Farbe hier. B habt ihr die Möglichkeit, das hellere im Winter zu benutzen, das dunklere im Sommer. Ist eine super tolle Idee. Finde ich cool. Das von damals hatte ich und jetzt haben sie ja neues gemacht. Wenn das ist, das hatte ich noch nicht. Das ist dann super. So, da ist was Kleines. Von der Roadtrip Essence Mini Sheer Lipstick. Ich muss mal den Spiegel so ein bisschen, sonst weiß ich nicht, wo ich mich anmale. Der ist ganz zart. Das ist schön. Der ist so schön fürs Auto, um ihn da reinzulegen. Schön. Roadtrip habe ich, glaube ich, mal einen Rouge bekommen, ne? Waren das nicht diese, die auf der einen Seite und die so zweigeteilt waren? So irgendwie? Ich glaube ja, ne? Mal einmal so einen Überblick verschaffen. Oh Gott, ist das viel. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt euch was zum Essen mitgenommen, zu trinken, Unterhaltung. Da kommt mir schon was entgegen. Ein Isadora Ultra Cover Kompaktpuder. Eine Camouflage. 18 Camouflage. Also wohl keine Camouflage. Da heißt wohl die Farbnummer Camouflage. Aber wollen wir mal gucken. Relativ dunkel. So. Kann man aber natürlich auch gut zum Konturieren benutzen. So. Ist jetzt dann eher so in Richtung Sommerpuder. Bin jetzt stark gesprengt. Also das wäre jetzt... Da wird man, glaube ich, jetzt nicht sehr viel sehen. Aber das ist doch mal sehr interessant. Und Isadora habe ich mal eins gehabt in heller, glaube ich. Die sind nicht schlecht. Aber war der bestimmt auch zu dunkel, ne? Von daher. Aber in der Farbe Camouflage. Camouflage ist doch eigentlich so fleckig. In der Farbe fleckig, ne? Das ist ja... Mäuschen, der wandert. Das weiß ich schon. In dem Franzi-Paket habe ich dann nochmal den Unterschied zwischen Tauschpäckchen und Trashpäckchen erklärt. Es ist also nicht schlimm, wenn ich jetzt sage, dass ich etwas weitergebe. Denn Trashpäckchen sind dafür da, um Dinge, die andere Leute nicht mehr mögen, immer noch weiter zu verwenden und nicht wegschmeißen zu müssen. Ich glaube, das war die beste Kurzfassung, die ich so kriegen kann. Bei Tauschpäckchen werden auch Werte ausgemacht, in welchem Wert man sich neue Sachen zuschickt und sowas. Und bei den Trashpäckchen, die wir hier so für uns in unserer kleinen Mausi-Community haben einfallen lassen, geht es darum, Dinge nicht wegschmeißen zu müssen und die auszutauschen. So, da kommt was Neues mit einem kleinen Frosch. Sensident Kids. Das weigert sich aber, das will nicht raus. Moment. Heute sah das erst so aus, wird es nochmal ganz kurz sonnig werden. Ein Manhattan Color Splash Liquid Lip Tint. Das ist jetzt nicht ganz so einfach auszusprechen. Auf Manhattan fahre ich ja im Moment voll ab. Da freue ich mich also schon mal sehr. Moment. Sie hatte auch gesagt... Ja, stimmt. Ich muss die Sachen erst desinfizieren. Dass ein paar davon so aus Make-up-Päckchen...
So, das passt ja jetzt ganz gut. Ich habe jetzt einmal hier so ein mit Desi-Zeugs auf dem Wattepad gestreut und damit gehe ich jetzt hier einmal rüber, weil ein paar Sachen davon aus, ich sage jetzt mal so Make-up-Paketen, wie man sie bekommen kann bei eBay und sowas. Manche Mädels verkaufen da ja so im Ganzen Make-up-Pakete und so und dann hat sie sich da die Sachen rausgenommen, die sie interessant fand und die anderen Sachen sind jetzt eben teilweise hier mit drin. Und deswegen haben wir vorher abgemacht, dass ich mir hier was zum Desinfizieren hinstelle. Ich habe jetzt Alkohol und auch eine Desinfektionslösung hier stehen. Und wenn ich was benutzen möchte, dann stütze ich das hier rein und gut ist. So, was haben wir hier? Technik Lipgloss mit solchen Dings drauf. Lipgloss jetzt einfach nur in einer ganz durchsichtigen Farbe. Das lasse ich jetzt mal. Jo. Und hier habe ich noch was. Ich hatte gleich zwei in der Hand. Von Rivaldi Loop, die Farbe 50. Auch hier sage ich noch mal ganz kurz. Ich weiß das nämlich auch erst seit YouTube. Wenn ihr, man braucht nicht häufig einen Lippenstift auf, aber wenn doch, wenn ihr den aufgebraucht habt, seid ihr noch nicht ganz am Ende, dann könnt ihr hier unten noch, das ist kein Farb, das ist nicht nur die Erklärung für die Farbe, die sich in dem Lippenstift befindet, sondern es ist auch wirklich Produkt drin. Ihr habt dann immer noch eine kleine Notlösung. Und das ist ein ziemlich grelles Pink. So. So ein richtiges Barbie-Pink. Auch jetzt nicht so mein Beuteschema, aber das macht nichts. Da finden wir bestimmt auch wieder einen Abnehmer für. So. Das ist eben das Schöne an den Trash-Päckchen. Wird immer weiter getauscht. In diesem Fall hat es aber wieder ausgemistet und das ist ein One-Way-Päckchen gewesen. Von Elf, ein schöner lilafarbener Lidschatten, ein Quattro. Die Farbe heißt Silver Lining. Und da haben wir einmal, das hat man jetzt nicht so gut gesehen. Das ist ganz, ganz zart pigmentiert, nur offensichtlich, da geht es schon ein bisschen mehr. Da das Lila, das ist der kleine runtergefallen. Da, das Rosa sieht man so gut wie gar nicht. Da müssen wir dann ein bisschen mit herumexperimentieren. Vielen herzlichen Dank. Ich komme hier durcheinander mit meinem Müll. Ich habe eben so viel gesabbelt, Mann. Zwischendurch noch kurz telefoniert. Andere Film lädt gerade. Dauert bestimmt ewig. Und aus irgendeinem Grund, wenn meine Filme hochladen, kann man das Internet nicht ordentlich nutzen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Oh, von Maybelline, ein Superstay Tint Gloss, 10 Stunden. Farbe kann ich noch nicht sehen. Timeless Plum, also was Pflaumefarbenes wohl. Hui, der knallt. Lip Tint heißt ja auch immer nichts anderes, als dass sich das so ein bisschen, meine ich, mit den Lippen verbindet. Da wollen wir einmal hier auf den Alkohol dippen. Riecht interessant, das riecht total fruchtig. Mal gucken, ob das irgendwas mit den Lippen macht. Also außer oberflächlich tönen. Ne? Oh, da kommt was Großes. Avon Lackvorhör. Glück kann man immer gebrauchen. Ist das ein Dusch? Nee, eine Body Lotion. Body Lotion, Kohle Core. Jetzt habe ich das Tesafilm an meinem Ding geklebt. Da geht's. Voll in die Nase. Habt ihr das eben gesehen, als ich. Das war auch eine Body Lotion oder so, ne? Die ich direkt an der Nase kleben hatte. Oh, pudrig. Das riecht gut. Das ist lecker. Und wie gesagt, Glück kann man immer gebrauchen. So. Ne? Wer braucht kein Glück? Eben mit der Freundin telefoniert, was ganz Schlimmes erfahren, mit einem Unfall und was weiß ich nicht alles. Da freut man sich, dass man lebt und soll nach draußen gehen und sagen, danke, 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 dass es so schön ist, wie es ist. Jeder hat irgendwas Schönes in seinem Leben, auch wenn du denkst, du bist richtig kacke drauf. Also irgendwas Schönes gibt es immer im Leben. Und sei es, dass du ein Dach über dem Kopf hast oder was zu essen im Kühlschrank oder laufendes Wasser oder weiß ich nicht was. Man kann in den kleinsten Sachen, wenn man möchte, kann man in den kleinsten Dingen etwas finden, wofür man dankbar sein darf und wofür was eben schön ist. So,
Von Basic. Ein Lidschatten in der Farbe 03. Die haben damals keine Namen gehabt. In einem Fliederton. Der ist schön zart. Den kann man auch bestimmt gut auf den Wangen tragen. Ich habe mir in der letzten Zeit immer nach dem lilafarbenen oder Bordeaux-lilafarbenen, Mauve-farbenen Rouge gesucht und bin irgendwie so gar nicht fündig geworden. Ich hatte mir ja zum Geburtstag das hier geholt. Entschuldigung, von Deborah, wo ich eigentlich gedacht habe, das wäre so movig. Aber das hat eine ganz andere Farbe, als es eigentlich so zu versprechen scheint. Und sieht auf den Wangen eher aus wie ein Bronzer. Obwohl das so ja nun wirklich eher nach, weiß ich nicht, irgendwas anderem aussieht. Ja. Ach, das hatte ich ja schon geplatzt. So, super. Schön. Wird mit einsortiert, kommt wahrscheinlich auf die Richtung, auf die Ecke mit den Rouges, weil das gefällt mir gut. Gerade so in Kombination. Mal nach unten. Ich gucke mir immer hier die Dings an. Elizabeth Arden, always wet. Was haben wir da? Was Gelbes. Isana. Oh, ohne Aluminiumsalze. Deo-Sprays finde ich ja immer gut auszuprobieren, weil vor Ort darf man das ja immer nicht und wenn ich jedes Mal eins mitnehmen würde und sowas und das gefällt mir zu Hause nicht, wäre ja blöd. Exotischer Duft, da sind Blüten drauf. 24 Stunden angeblich, die haben es wohl noch nicht mitgekriegt. Das ist ja noch unbenutzt. Das ist noch gar nicht offen. Das riecht ganz lecker. Das probiere ich gleich mal aus. Vielleicht ist das ja auch eins, was du mir zeigen möchtest, weil du es gut findest. Kann ja auch sein. Weil ansonsten, man gibt auch keinen Zweck, dass man auch wesentlich noch einmal ausprobiert hat, oder? Ausprobieren muss doch. Auch hier noch einmal kurz für die, die den Film eben nicht gesehen haben. Ich trage heute einen roten Tourmalin. Das ist ein Rubelit. Jawohl. Schätzchen, habe ich mir auch zum Geburtstag gegönnt damals. Der Tourmalin ist auf der Mineralienmesse in Hamburg. Dieses Jahr der Stein, um den sich alles dreht. Die haben da wohl immer eine Ausstellung. Im letzten Jahr war es der Amethyst, aber da war ich dann ja schon so kaputt, dass ich gar nicht mehr geguckt habe. Also ich bin da einmal durchgegangen durch die Ausstellung, aber ich habe diese Faszination gar nicht mehr haben können. Von Essence, eine All-in-One BB Cream in 01. Schauen wir uns mal die Farbe an. Oh, die ist aber 01 ist doch eigentlich eher das hellere. Uiuiui. Ja, da geht's. Aber die scheint doch, die muss man bestimmt mit irgendwas mischen. So, aber ich habe ja von Manhattan diese ganz, ganz hellen Make-ups und das kann man bestimmt gut mischen miteinander. Das bietet sich bestimmt an. So, da kommt was in Pink. Vielleicht eine Mascara. Kann ich ja nie genug haben. So, ja, es scheint eine zu sein. Moment, Moment, Moment. Und zwar von Rival Loop Colorstar Extreme Lashes Mascara. Ist die dann farbig? Nee. Warum? Ich gucke nach der Farbe und rieche dran. Was soll das denn? Nee, hat aber eine schöne Bürste. Da freue ich mich schon aufs Ausprobieren. Klasse, aber warum heißt die jetzt Colorstar? Wahrscheinlich, weil die von außen pink ist, ne? Hm. Steckt man ja auch nicht drin in den Namengeber. Von Alverde. Die bei DM sind Alverde, ne? Da hatte ich kürzlich so eine grüne Mascara in der Hand. Die hätte ich gerne mitgenommen. Die hat mich echt fasziniert, auch vom Bürstchen her. Und dann habe ich die Nase dran gehalten und da war wieder dieser Naturgeruch. Habe ich es gelassen. Noch eine. Oh, schön. Von Essence. Die Maximum Length Volume Mascara with Fibers. Hat so ein Bürstchen. Cool. Oh Mann, da kann ich ja wieder testen wie eine Wilde. Super. Klasse. Im letzten Teil hatte ich persönlich ja keinen guten Griff bei Mascaras, aber die, die ihr mir geschenkt habt, die waren aber toll. Ich soll es selber wahrscheinlich lassen und immer nur warten, ob vielleicht jemand an mich denkt. Hier kommt auch eine. Die Lash Mania, aber die hatte ich glaube ich schon mal. Da habe ich nämlich auch die Verpackung so angesprochen. In Waterproof. Die sieht so aus. Probiere ich aber auch gerne nochmal aus. Manchmal ändert sich ja was und ich habe gestern festgestellt, dass
offensichtlich meine Wimpern schon anfangen zu wachsen. Beziehungsweise ich habe mir das mal durchgelesen. Es nennt sich ja Wimpernserum. Also ich benutze hier das TAF Perfektion Wimpernserum für schöne und gepflegte Wimpern. Also es steht nur schön und gepflegt drauf von Balea, ne? Für 4,95 glaube ich von DM. Die haben nichts von Wachstum versprochen. Andererseits ist es ja relativ logisch, dass wenn etwas gepflegt wird, dass es dann auch eher wächst. Also von daher. Und ich habe, wie gesagt, das Gefühl, dass das schon zwei, drei ein bisschen länger sind als andere. Habe ich beim Pfuschen gemerkt gestern, glaube ich. Noch eine? Ja, noch eine. The Giant von Catrice. Die habe ich auch mal vorgestellt. Da habe ich, glaube ich, sogar ein eigenes Video zu gemacht. Aber das ist schon länger her und deswegen kann ich mir sehr gut 24 Stunden Extreme Volume. Und die scheinen alle neu zu sein. Die sind alle ganz, ganz neu. Die sind noch gar nicht aufgemacht. Und das ist schon so lange her. Das war noch in der Grazia vom letzten Jahr, glaube ich. Und die ist wahrscheinlich schon über ein Jahr da. Ne? So ewig wollen wir die ja auch nicht benutzen. So. Was kommt jetzt? Von der Class of 2013. I want to be a freshman. Ein Eyeshadow Pen in einem schönen Champagnerton. Oh. Oh Gott, ich muss gleich noch ein Paket verschicken. Moment. Oh, der ist aber unwillig. Den muss ich vielleicht mal über eine Kerze halten oder so. Der ist zickig, da kommt nichts raus. Der will erst überredet werden, dann machen wir das wohl auch. Ansonsten vielleicht mal abschneiden, ne, und gucken, wie es dann da so weitergeht. Da kommt was Grünes. Was könnte das sein? Cloudless Day, Let's Rock P2 Day-to-Day Eyeshadow Pencil. In einem Mint. Der geht. Wobei, wisst ihr was, der sieht eher aus wie so ein rote Brötungstift wegmachen. Seht ihr das? Mir wird gerade voll heiß. Ich wollte eigentlich gleich den Kaffee machen. Ich habe das Gefühl, dass heute Morgen die Heizung nicht angesprungen ist. Was haben wir hier? Oh, auch nochmal so ein Knaller. Ein Lippenstift. Moment. In Pink. Der auch jemand anderem wahrscheinlich dann beglücken wird. So, bei Pink bin ich dann... Das bin ich mal wirklich nicht. Ich habe ja nun schon viel ausprobiert durch euch auch und so, weil ihr dann gesagt habt, mach doch mal und sowas. Oh, wer bist du denn? Essence Into the Wild Jumbo Eye Pencil in so einem ganz schönen Braunton. Der ist da. Oh ja, der ist schön. Guck mal. Ja. Na, sonst kann man den noch zum Konturieren nehmen. Seht ihr das? Ich muss ja nicht mehr raus. Ich kann das jetzt machen. Ich muss ja doch noch raus. Ich muss ja noch zur Post. Hä? Naja, ich habe ja was zum Abschminken, ne? So. Aber auch mit sowas kann man konturieren. Wenn man denn möchte. Ich verrenke mich hier schon vor. Da ist immer noch was drin. Ein Lidschatten. Oh! Das ist eine schöne Farbkombi. Von She Style Zone. Versuche ich mal mit allen drei Fingern reinzugehen. So, sind so hellere. Oh ja, sehr schön. Und dann in Kombination, Moment, den sieht man nicht so gut. In Kombination mit dem hier. Pass mal auf. Ja. Au! Voll gekniffen. Also, die passen gut zusammen. Hast du mich jetzt gebissen? Hast du das jetzt aber auch ein bisschen... Ich hoffe, du magst sie. Hatte nur die eine in braun. Telefon, Moment. Jo, schöne Grüße von Schatzi. So, ich hoffe, du magst sie. Hatte nur die eine in braun. Jetzt hoffe ich mal, dass du mir keinen Schatz abgegeben hast. Das ist immer so schade drum. Number 01 in braun. Von Sante. Uiuiuiui. Sante gibt es bei uns bei Budnikowski. Pure Colors of Nature Mascara Volume Nummer 01. Ja, und ich habe kürzlich mal gesagt, ich hätte gerne mal eine braune Mascara und das hast du bestimmt gehört. Oh, danke schön. Ich wusste nämlich echt bis jetzt nicht... Oh, ist das edel gemacht. Mascara Volume. Die sieht jetzt sehr dunkel aus, aber... Da sieht sie braun aus, hier sieht sie schwarz aus.
schauen wir einmal rein. Nee, die ist braun, Tatsache. Oh, das freut mich total, herzlichen Dank. Und die riecht auch nicht so wie die andere, nicht so nach Honig. Oh, klasse. Herzlichen Dank, das freut mich mega. Ganz große Klasse, toll. Ne? Jetzt kriege ich übrigens gerade langsam Kopfweh. Ich glaube, ich mache mal, wenn euch das nicht stört, meine Haare wieder runter. Oh, ich kann das manchmal nicht haben, dann tut mir der Kopfweh oder die Kopfhaut, wenn ich die Haare hoch habe, weil ich die auch sehr viel hoch habe. Aber naja. Oh, das ist ein Schatz. Toll. Danke. Mann. Dann hast du mir die einfach raus. Naja, egal. Schimpfen kann ich nachher noch. So, oh, da kommt ein Puder raus. Erst sträubt sich das so. Essence Day All Day Long Lasting Powder in Matte Honey 40. Schauen wir einmal rein. Bist du auch nur einmal reingeditscht? War dir bestimmt auch zu dunkel. Wie fühlt sich das denn an? Das fühlt sich ja geil an. Das fühlt sich an wie Make-up. Das ist ein Puder? Da? Also hier steht, der langanhaltende, mattierende und ultrafeine Puder verleiht einen ebenmäßigen, glanzfreien Ton den ganzen Tag, für alle Hauttypen geeignet. Womit kann ich den denn mal... Ja, da verhält er sich auch wie ein Puder, aber der fühlt sich überhaupt nicht an wie ein Puder. Schnulli, alles gut? Wenn hier, komm sonst hier hin, wenn es dir zu langweilig ist. Verhält sich wie Puder. Probiere ich morgen. Mein Lippenstift ist wieder runter, dann suchen wir jetzt mal. Nee, das ist also nichts. Moment, vielleicht... Ich wünsche mir jetzt einen Lippenstift rauszuziehen. Hehehe, hat gepasst, aber... Nee, die Farben möchte ich nicht. Ist ja cool. Hat da einer seinen Lippenstift in seiner Sammlung aufgelöst, ha? Da ist einer. Lipstick von Sia, aber auch so eine Hammerfarbe. Very Berry. Wobei, das könnte ich mir schon fast wieder vorstellen. Ihr müsst darauf achten, bei Sia, die haben manchmal so Heftchen, wo die Simone Tomalla drauf ist. Und in diesen Heftchen sind ganz viele tolle Tricks und Tipps und Gutscheine. Im letzten Heftchen war ein Gutschein, da habt ihr normalerweise, kosten die Dinger ja 1,49. Ich habe da im letzten Jahr ja auch was gekauft, deswegen weiß ich das. Und da kriegt ihr drei Dinger für... den Preis von 2. Also ihr bezahlt dann praktisch nur 1 Euro für ein Ding und deswegen, also wenn euch die Farbe gefällt und ich finde die jetzt persönlich ganz schön, ich kann diesen Spruch mal nicht haben, dieses gerade jetzt für den Herbst, gerade jetzt für den Sommer, das sagt man aber unwillkürlich, es ist so. Also die ist gerade jetzt für den Herbst eine schöne Farbe, jetzt wo man noch vielleicht ein bisschen braun ist und noch nicht so kalkweiß, ne? Also kalkweiß im Winter wäre jetzt eher nichts, glaube ich, aber so ist schön. Und ihr könnt wenigstens was sehen. So, was haben wir hier? Ein Eyeshadow Base von Rival de Loop. Young, nee, Rival de Loop. Die ist hübsch aufgemacht. Guck mal an. Wo ich die doch immer vergesse. So, auch in so einem schönen bräunlichen Ton. Ziehe ich jetzt mal einfach so oben drüber. Ich mache heute alles durcheinander und in verschiedenen Reihen oder in falscher Reihenfolge. Was ich schon alles auf den Augen habe heute. Tja, alles supi, wird ausprobiert, auf jeden Fall. Dankeschön, wenn ich dran denke, sie vorher aufzutragen. Vielleicht sollte ich mir hier mal starke Zähne ein Kinderspiel, vielleicht sollte ich mir hier mal ein Zettel hinschreiben. How to do. Von MNY ein Lipgloss in der Farbe 188A. Recht knallig. Oh, da sieht es gar nicht mehr so knallig aus. Das geht ja noch. So, ist das gleich ein bisschen entschärft. Das ist ja auch schön. So. Nee. Man sieht bloß von dem Orange nichts mehr. Und weiter im Text. Da ist immer noch eine ganze Menge drin. Wow. Hier schauen wir einmal.
muss es so zerfetzen. Moment. Augencreme, Augentrost. Augentrost ist eine tolle Pflanze. Die Kombination von Extrakten aus Augentrost, Kamille und Aloe Vera schenkt intensive Pflege. Das ist eine Augencreme. Und die hauen wir uns jetzt auch noch oben drüber. Denn das können meine Augen heute bestimmt gut ab. Ich möchte mal wissen, wie lange das gleich dauert. Mann, da draußen geht gerade die Welt unter, habe ich das Gefühl. Wartet mal. Könnt ihr das sehen? Wie da hinten die... Wie das da am Flattern ist. Offensichtlich ist gleich schon wieder mein Akku leer. Ich habe heute dreimal den Akku leer gekriegt. Das ist irre. Der hechelt wahrscheinlich schon. Das war's ohne Verpackung. Schöne Farbe auch nochmal von Basic. Moment. Ein Grau offensichtlich. 01 Lidschatten, da steht da nur. Keine Farbbezeichnung. In einem Grauton. Ich habe kürzlich ein Grau mit Rosa gemischt. Das sah sehr schön aus. Und auch die beiden werden gut zusammenpassen. Super. Mache ich ein schönes Ammo mit. Ich habe im Moment wieder Bock auf Farben. Er hatte ja zwischendurch komplett aus den Augen verloren. Und jetzt gerade habe ich da wieder voll Lust zu. Rival de Lupiang. In 26 Parisienne. So eine Farbe. Oh, die sieht gut aus. Die gefällt mir auch. Moment. Jetzt wird mir gerade sowas von warm. Die von Rival de Lupiang, die riecht noch immer so ein bisschen, ne? So stelle ich mir den Angel von MAC vor. Wow. Der sah jetzt gerade gar nicht so schlimm aus auf der Hand. Okay. Ein Kiko hat sie mir dazwischen gemogelt von 806. Da, guck mal. Oh. Hast du den getragen, sag mal? Ja, oder auch aus so einem Paket, ne? Wobei, kann ja fast gerade nicht schlimmer sein, ne? Auch eher nicht meins, ne? So, nicht abstürzen. Kommst da hin. So, ups, Socken verloren. Nein, Kuscheln verloren. Ich bin momentan auf der Suche nach der Kuschelsocke. Long Lasting Mega Volume Mascara von P2. Das ist toll, kann ich ganz viele Mascaras ausprobieren. Mit so einem sich in der Mitte verjüngenden Bürstchen. Seht ihr das? Ich kann mich schminken, bis der Arzt kommt. Mann, Mann, Mann. Ich schau alleine jede Mascara, jetzt habe ich 2 Wochen. Da, Triple Shock Mascara. Ich kriege es aber nicht raus hier aus der Packung. Moment. Da, nach unten. Die sieht ja auch ziemlich cool aus. Triple Shock Mascara in dieser geilen Farbe von Rival de Lou. Die hat jetzt 2-mal Verjüngung in der Mitte. Ach, das ist ja cool. Ja, das wären auch alles sowieso Sachen gewesen. Da wäre ich auch drauf angesprungen. Was haben wir hier? Von der Länge her wird es auch nochmal... Ha, die habe ich mir gerade gekauft. Vor 2 Filmen, würde ich sagen. Ja, super. Ich hatte ja gesagt, im Moment gibt es die in Kombination mit dem Waterproof zusammen. Für den Preis zum einen. Und, Moment, da hatte ich ja gesagt, Mensch, das war früher deine Lieblingsmascara und einfach mal wieder gucken und so. Aber ich weiß gar nicht mehr, warum das mein Liebling war. Also ich kam damit nicht so gut zurecht. So, einmal ausziehen, weil ich nämlich sonst hier gleich Hitzewallungen kriege. Ja, erst war es so kalt, dann habe ich... Ich nenne das immer meine Saunajacke. Ich laufe auch gerne sehr lange tagsüber mit meinem Bademantel rum. Wenn ich dann so meine Schlabberklamotten anhabe, habe ich trotzdem, wenn mir richtig kalt ist, meinen Bademantel drüber, weil der aus so einer Mikrofaser ist. Und wie gesagt, Saunamantel. Wenn ich den trage, da wird es mir immer warm drin. Also sieht zwar dann blöd aus, wenn mich jemand draußen kurz irgendwie über den Hof huschen sieht. Der denkt dann wahrscheinlich, die Olsch, die hängt immer noch an ihrem, ne?
Aber ich mache das so wie früher Cary Grant und wie sie alle hießen in ihren Filmen. Die hatten ja immer so Hausmäntel an. Das ist die, von der ich gesprochen habe. Die wollte ich kaufen. Das ist ja geil. Die fand ich so cool. Und jetzt ist mir auch der Geruch dann egal. Ich wollte die unbedingt ausprobieren. Die ist so. Die riecht jetzt auch gar nicht so doll. Also an dem Tag dann habe ich gedacht, ach komm, lässt sie liegen. Das war bei dem Payback-Punkte-Haul. Da wollte ich die mitnehmen. Super, jetzt kann ich die testen. Das ist geil. Ich muss mein eigenes Körbchen jetzt hier hinstellen mit Mascaras drin. Große Klasse. Herrlich. Von Rivaldi Loop Young Color Meets Art Lip Gloss. Das probiere ich jetzt nicht aus, weil das sehr knallig aussieht. So. Geht immer noch weiter. Das ist ja wohl der Oberhammer. Cool. Hier von, oh Moment, Glaceware Sparkle. Ein Lipgloss. Ach, von Avon ist der. Machen wir da einmal hin. Sparkle Lipgloss geht immer, ne? So. Ah, das ist ja ein Zufall. So, das gucke ich einmal, weil da nämlich schon alles Pröbchen gerade waren, bevor ich zu denen komme. Hier Class of 2013. Jetzt können wir mal gucken, ob diese Farbe ein bisschen anders ist als die eben. Ja, da kann man was sehen. Wobei die auch relativ hart ist auf dem Auge, könnte ich mir gut vorstellen, dass das Auge so wegflutscht. Muss man mal schauen und ausprobieren. Da ist was Hartes. Nivea wollte ich gerade sagen. Nee, stimmt nicht. Da steht neu drauf. Von Schauma. Superfruchtgloss Glanzsprühpflege. Sofortige Kennbarkeit. Sowas benutze ich ja sehr gerne. Mit Litchi- und Noni-Beeren-Extrakten. Glanzloses und stumpfes Haar. Das ist bei mir immer richtig. Riecht auch so lecker. Oh, lecker. Gut, toll, klasse. Ohne Ausspülen, genau meins von Schwarzkopf. Super toll. Ich habe versucht, mich in der letzten Zeit von einigen Produkten zu trennen, wobei mir das auch immer sehr schwer gefallen ist, weil die Düfte immer so lecker waren. Und da ist, jetzt habe ich einen neuen Duft dazwischen. Ich habe festgestellt, wenn ich diese ganzen Sachen nehme, also gestern zum Beispiel, als ihr gesagt habt, meine Haare liegen so toll, da habe ich nichts gemacht. Also jetzt gerade, da ist nichts drin im Moment. Und es geht auch, ne? Also ich benutze dann hier immer noch meinen geliebten, hoffentlich niemals kaputt gehenden Tangle Teaser von Melly damals. Und läuft. Ne? Also, was will ich mehr? Von Catrice. Oh, den hatte ich auch in der Hand. Lash Extension Volume Mascara in 010. Da habe ich auch vorgestanden kürzlich mal. Auch so ein schönes Bürstchen. Und ich suche ja im Moment auch immer wieder nach einem kleineren für unten. Toll. Weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob meine, die ich da mit der Vibration habe für unten, ob die nicht auch schon vielleicht ein bisschen so oben drüber ist. Ob die nicht vielleicht auch mal ausgetauscht werden sollte für unten. Aber bis jetzt hat sich das mal nicht angeboten, weil die alle so groß sind, für die ich mich interessiere. Ein kleiner Lack. Oh, ein hübscher kleiner Lack. Von KTN steht da. Und hat auch keine Farbnummer. Ich habe aber hier irgendwo noch mein Rad liegen. Das haben wir gleich. Oh ja, die ist gut. Die sieht sehr schön aus. Guck mal da. Ne? Zweite Schicht wahrscheinlich gleich noch und dann haben wir das. Schön. So. Und dahin. Und einmal reinschauen so ein bisschen. Da ist was in der Ecke. Ja, ich packe mir das mal alles auf die eine Seite jetzt. Moment, da so. Und dann krabbel ich gleich von meinem Schoß aus. Noch ein schöner Basic Lidschatten, der heißt dann 20 Silver. Da haben sie sich dann ein bisschen Mühe gegeben. Denn Basic habe ich ja eben gerade noch gesagt, die haben keine Namen verwendet. Der sieht auch sehr schön aus. Ich werde wieder einige austauschen müssen von denen, die ich hier oben habe. Damit mal wieder ein paar andere in den Genuss des Benutztwerdens kommen.
kommt was Pinkiges. Von Boulevard Jumbo Lipstick. Ja. Auch eine Hammerfarbe. Knallt zu doll für Mutti, ne? Ich bin da für die Brauntöne zuständig. Was kommt hier? Eye Make-up Remover, Oil Free. Das ist toll. In einer schönen Größe von Essence. Beruhigt die Augen schon beim Reinigen. Pur und soft mit Kamille. Das ist ja toll. Schöne Größe. Nicht schöne Größe, schöne Größe. Ich fahre zwar jetzt nicht mehr so viel weg, aber es passiert ja immer mal. Und das ist gut. Dann braucht man sich nichts abfüllen oder so. Klasse. Jetzt kommt was in der Farbe. Es könnte ein Essence sein. Es ist auch Essence in Flirty Pink 64. Oh, der interessiert mich. Den möchte ich ausprobieren. Den mag ich auch. Der ist schön. Kommt ja mal nicht mit zu denen da oben. Da sind ja eher die, die dann wandern gehen. Was kommt da? Ein Puder. Rhinix steht da. Sakaya Beauty Kompakt Puder. Mit einem total witzigen, mit so einer Stanzung drin. Das fühlt sich auch so lustig an, das Puder. Auch eine coole Farbe. Da kann ich ja pudern jetzt demnächst, du meine Güte. Ich werde immer brauner im Gesicht. Jetzt darf wieder keiner kommen. Da geht es noch weiter. Wer bist du? Die haben aber auch wirklich keine Farbe gescheut hier. Ne? Das war bestimmt so ein Set. Alles Knallfarben. Muss doch noch eine Knallfarbe geben, die wir nicht abgedeckt haben. Orange fehlt eigentlich noch. Oder? Noch ein Kiko. Da lasse ich mich auch überraschen. 816. Ja, auch so eine Hammerfarbe hier. Gut, den lasse ich dann auch aus. Das wird dann auch eher nicht so meins sein, glaube ich. Ist sehr cool. Hat aber eine schöne Form, ne? Schöne Lippenstiftform. Sagen wir hier, hier habe ich ein hey, Skelett drauf. Ja, noch 2 Wochen als Halloweenchen. Wer bist du? Von Max Factor Experience Sheer Gloss Ball. Da hatte ich, ich glaube genau den hatte ich damals. Oh, da bin ich jetzt gespannt. Der geht. Den habe ich mir gekauft. Bin nach Hause, habe den aufgemacht, wollte den auftragen. Da hat der so umgekippt, gestunken, da habe ich sofort hingeschrieben, hatte aber keinen Bon, weil Männer nimmt immer keinen Bon mit. Und da haben die dann anstandslos, ohne dass ich den zurückgeschickt habe, nur nach den Kontodaten gefragt und haben gesagt, schicken wir ihn sofort zurück. Denn der war teuer, der hat 9 Euro oder so gekostet. Und ich fand diese Farbe so toll, guckt euch mal die Farbe an. Und so, jetzt haben wir noch da abtupfen. Das finde ich sehr schön. Ich war danach auch schmollig. Ich hätte mir ja nochmal kaufen können. Aber wer sagt mir denn, die sind ja alle im Laden verschweißt. Wer sagt mir denn, der war auch verschweißt, den ich gekauft hatte. Wer sagt mir denn, dass die anderen da nicht genauso riechen und schmecken. Also das war gruselig. Freue ich mich sehr drüber. So. Geht noch weiter. Ein kleiner Bruch ist zu verzeichnen. Das ist die All About Chocolates. Die habe ich nicht gehabt. Oder die habe ich nicht. Da muss ich jetzt einmal gucken, wie ich da ein bisschen reinditsche. Warte mal. So geht es wohl am besten. Sehe ich gleich zu, dass ich Alkohol drüber kippe. Also die erste Farbe lassen wir jetzt mal aus. So. 1, 2, 3. Hey, die sind aber hübsch. Ja, da haben schon einige von erzählt, dass sie so gut sind, ne? Ja.
schöne Farben. Und das hier oben, das wird gepresst. Ja, es lässt sich sogar schon ein bisschen zurückstecken. Schöner Blendeton. Toll! Gefällt mir sehr gut. Dankeschön. Ich glaube, die sind ausverkauft worden. Und als ich nämlich dahin kam, da waren die alle also im Abverkauf ausverkauft. Da gab es nur noch eine andere und die hatte schon oder so irgendwas da. Ich glaube, jetzt haben wir es gleich. Das könnte noch, der ist ganz hart, ein Nagellack sein. Ja, der sieht auch nochmal so knallig aus. Auch nochmal von der Firma mit einem Blaustich. Jetzt ziehen wir hier noch drüber. Jo. Bisschen knalliger. So, den haben wir da. Sieht auch cool aus. Beerig, ne? Sieht sowieso alles farblich gut abgestimmt aus, ne? Ich glaube, jetzt sind wir bei einem Pröbchen angekommen. Eins ist noch verpackt und dann sind wir bei einem Pröbchen. So, und noch ein Nagellack. Das heißt, oh, der passt zu dem anderen. Ich glaube, den kann man sich so vorstellen. Den brauche ich nicht auftragen, ne? Dann fehlt hier tatsächlich ein Knallorange. Also da hätten sie ja nun wirklich noch dran denken können, ne? Also. Da sind gerade so Zettelchen. Wahrscheinlich war da auch irgendwas drin verpackt, aber es ist rausgerutscht. Ja, hier liegt noch was. Ja, die sind alle rausgerutscht. Ach, guck mal an. Haben wir gleich. Da ist auch noch was. Okidok. Also, einmal haben wir hier die Sandon reichhaltige Pflegelotion. Bei Sandon muss ich immer an Molavit denken. Und die Citrus-Erfrischungs-Creme-Dusche. Beides von Veleda. Auch schöne Reisegrößen. Hier einmal so für hier oben. Oder auch ganz toll für den Ansatz. Stimmt überhaupt. Das kann man ganz toll für den Ansatz nehmen. Ey, ich glaube, das mache ich. Na, ich muss euch das hier jetzt nicht zeigen, dass ich schon wieder dran bin. Toll! Oh, nein, den nehme ich nicht für den Ansatz. Der ist von Daniela Katzenberger. Werde ich nicht für den Ansatz nehmen. Das will ich ja auch nicht. So, und hier... So, und nochmal den Akku geschwächt hier. Ich habe von Agnes B. noch einen Lippenstift da drin. In einer sehr schönen Farbe. Die nennt sich Babydoll Beige. Oh ja, das ist dann wieder Mutti. Das ist genau meins. Und auch noch mit Pearl drin. Also einmal ausprobieren. Haben wir gleich. Moment. Einmal hier. Einmal über Steady. Ja. Meins, meins, meins. Bombe, Liebling, absolut. Dankeschön. Super cool. Jetzt kommen wir noch zu ein paar Pröbchen. Jetzt weiß ich gar nicht, soll ich die alle hochhalten? Ich glaube, das wird zu viel. Sind tolle Sachen bei. Wartet mal, ich halte euch da jetzt einmal so rein. So. Alles voller Pröbchen. Ist, glaube ich, guck mal, sogar was Schönes von Shiseido. Eine Eimaske und so. Ich glaube, das wird dann doch ein bisschen zu aufwendig, das alles noch zu zeigen. Ich glaube, wir machen das in Zukunft immer so, dass wir Pröbchenfriedhöfe gar nicht zeigen, großartig, weil das immer sehr aufwendig ist. Zum, ja, ich glaube, da bleibt auch keiner großartig dran, oder? So, das war toll. Also die Knallfarben kannst du dir denken. Du guckst mich ja auch schon länger. Das wird nichts, aber da sind sehr schöne Sachen mit bei. Und die Mascaras, die machen mir natürlich eine Oberfreude. Und dass da ausgerechnet diese grüne mit bei ist, von der ich eben noch gesprochen habe, ist der Oberhammer. Also das ist richtig große Klasse. Ich freue mich sehr darauf, die Sachen auszuprobieren. Und ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß an dem Video gehabt. Und ja, hoffe, dass du jetzt wieder Platz hast. Und ich werde mich jetzt erstmal abschminken. Und mein Lippenstift, den liebe ich. Der ist so ein bisschen wie Honeybee. Dankeschön. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Alles Liebe, herzliche Grüße von mir. Wir sehen uns. Tschüss.